Herzlich willkommen zu diesem Video. Zur Einheit über die Verfassung des Prinzipats gab es ja zum ersten Mal seit langer Zeit wieder eine Wiederholungs- und Vertiefungsaufgabe. Deswegen gibt es heute auch eine Auflösung zu dieser Aufgabe in einem kurzen zusätzlichen Video. Es ging unter anderem um ein Reskript, einen Rechtsbescheid der Kaiserlichen Kanzlei unter Kaiser Marc Aurel. Deswegen sehen Sie den hier schon auf einem Münzbild, und zugleich ging es um eine Frage des Kommunalrechts, wenn man so will, um die Frage, wer qualifiziert ist, ein ehrbarer Gemeinderat zu werden. Auf den Text, dann sehen wir, innerhalb dieses zweiten Titels, 50. Buch, zweiter Titel, ist das dritte Fragment, dafür steht die 3, 50.2.3. Und die 2 am Ende steht dafür, dass wir aus diesem längeren Abschnitt den zweiten Paragraphen, den Paragraphen 2 hier nur vor uns haben. Die einzelnen Fragmente, die einzelnen Abschnitte in den Digesten sind jeweils nochmal untergliedert in Paragraphen, wobei die Besonderheit besteht, dass der erste Paragraph nicht Paragraph 1 heißt, sondern Principium, Anfang. Das ist gewissermaßen der Paragraph 0. Und der zweite Abschnitt heißt dann Paragraph 1 und der dritte dementsprechend Paragraph 2. Hier haben wir also den Paragraphen 2 im dritten Fragment, im zweiten Titel, im 50. Buch. D.50.2.3.2. Schauen wir uns jetzt nochmal den Inhalt an. Dann sehen wir, es geht um die Frage, wer kann Mitglied im Gemeinderat werden. Dazu muss man wissen, dass im Römischen Reich die gemeindliche Selbstverwaltung eine große Rolle spielte. Die Römer haben verschiedene vormals selbstständige Stadtstaaten oder Stadtgemeinden erobert, stolze Städte wie Athen, und haben deren interne Verwaltung intakt gelassen. Das heißt, in Athen wurden weiterhin die traditionellen Archonten gewählt, da gab es weiterhin den Areopag. Die Römer haben aber auch viele neue Gemeinden in ihrem Reich gegründet, sogenannte Munizipien und Kolonien. Die waren alle eingerichtet, diese neu gegründeten Gemeinden, nach dem Muster des römischen Stadtstaats. Sie hatten also ähnliche Verwaltungsinstitutionen wie die Stadt Rom zur Zeit der Republik. Insbesondere gab es an der Spitze zwei Bürgermeister, die sogenannten Duoviri, die gewissermaßen das Pendant zu den römischen Konsuln sind. Und so wie in der Römischen Republik der Senat das wichtigste Gremium ist, gab es in jedem Munizipium und jeder Kolonie einen Ordo Decurionum genannten Gemeinderat. Das war also sowas wie der örtliche Senat, und so wie in Rom die Spitzen der Gesellschaft im Senat sitzen, die vornehmsten Geschlechter, so sitzt im Gemeinderat jeweils die soziale Elite am Ort. Und nun die Frage, kann in so einem Gemeinderat auch jemand, der nicht aus einer ehelichen Verbindung hervorgegangen ist, berufen werden? Weil der Gemeinderat eine Versammlung der örtlichen Elite ist, nicht so vornehm wie der Senat, aber eben doch der feinen Gesellschaft in der jeweiligen Stadt, ist das problematisch. Und es kommt hinzu, dass der Gemeinderat im römischen Staatsaufbau eine wichtige Rolle spielt. Nicht alle von den Römern neu gegründeten Gemeinden waren aus römischen Bürgern zusammengesetzt, sondern sehr häufig haben die Römer den neu gegründeten Städten nur das sogenannte latinische Bürgerrecht verliehen. Das war eine Art Bürgerrecht minderen Rangs. Es war derselbe Rechtsstatus, den die Verbündeten der Römer in Italien vor dem Bundesgenossenkrieg innehatten. Über den haben wir ja auch gesprochen, als wir über den Niedergang der Republik sprachen. Die Römer haben lange Zeit ihren unmittelbaren Nachbarn in Italien das römische Bürgerrecht verweigert, die in einer Art minderer Rechtsstellung gehalten. Und diese mindere Rechtsstellung, das latinische Bürgerrecht, gab es auch in neu gegründeten Gemeinden überall im Reich. Und diese Bürger minderen Rechts konnten nur das volle Bürgerrecht erwerben, wenn sie im Gemeinderat mitarbeiten. Damit war der Gemeinderat nicht nur eine Versammlung der örtlichen guten Gesellschaft, sondern zugleich ein Instrument der römischen Machtausübung. Im Gemeinderat mitmachen hieß gesellschaftlich aufsteigen, römischer Bürger werden und zugleich den römischen Staat mittragen. Und bei dieser wichtigen Rolle, die dem Gemeinderat zugedacht war, ist klar, dass es eine problematische Frage ist, ob Leute da Mitglied werden können, die aus damaliger Sicht einen geminderten Ehrenstatus hatten. Denn so hat man das gesehen, nicht eheliche Geburt wurde als ein Makel angesehen. Das ist uns heute kaum mehr verständlich, war aber noch lange Zeit danach so. Und eben, ob man
den Gemeinderat mit solchen Personen bestücken darf, war eine schwierige Frage. Es könnte ja dazu führen, dass andere dann nicht mehr mittun wollen und das wäre kontraproduktiv. Das kaiserliche Reskript, das deswegen nötig wurde, geht an einen Statthalter, der also vor der Frage steht, wie soll ich das handhaben? Wer darf bei mir in den Gemeinderat, in den Gemeinden meiner Provinz? Wahrscheinlich war das kein Prokonsul, obwohl ja Ulpian über das Amt des Prokonsuls schreibt, sondern so ein Stellvertreter-Statthalter, der eine Provinz verwaltet, die eigentlich dem Kaiser untertan war. Bithynien war zeitweise eine Senatsprovinz, hatte also tatsächlich einen Prokonsul. Später war sie aber eine Kaiserprovinz, das heißt, Statthalter war eigentlich der Kaiser. Er ließ sich in der Provinz durch einen Legaten vertreten, der da gewissermaßen an der kurzen Leine gehalten als sein Vertreter fungierte. Und ein solcher Legatus Augusti war wohl unser Avitus, der Empfänger dieses Bescheids. Der hat also beim Kaiser angefragt, wie soll ich das machen, hatte Zweifel, ob das geht. Die kaiserliche Kanzlei ist nun trotz der Bedenken, die ich geschildert hatte, relativ tolerant. Sie sagt, ja, Nichteheliche können in den Senat, in den städtischen Senat, also in den Ordo Decurionum, allerdings nur unter zwei Bedingungen. Erstens, wenn es keinen besser geeigneten Menschen ohne diesen Makel gibt, der in den Gemeinderat berufen werden könnte. Und zweitens, wenn sie ansonsten Ansehen genießen und auch ein hinreichendes Vermögen haben. Das dürfte nicht nur einer toleranten Weltsicht geschuldet sein, diese Offenheit für die Aufnahme von Nichtehelichen, sondern auch der Tatsache, dass es in der späteren Entwicklung des Römischen Reichs immer schwieriger wurde, Personen für diese gemeindliche Selbstverwaltung zu finden und damit auch diese Rolle des Gemeinderats, Personen zum Mitmachen im Staat zu ermutigen und dafür zu belohnen, nicht mehr ausgefüllt wurde. Es war nämlich mit Kosten verbunden, im Gemeinderat zu sein. Es war wie die Ämter der Römischen Republik nicht besoldet, sondern man musste selbst Kosten aufbringen. Deswegen musste man eben auch ein ansehnliches Vermögen mitbringen. Und als die wirtschaftliche Lage sich verschlechterte, gerade von der Regierungszeit des Mark Aurel an, wurde es offenbar immer schwieriger, Personen für den Gemeinderat zu finden. Auch deswegen ist man hier vielleicht relativ tolerant. Es zeigt aber eben diese Bedingung, dass es keinen besser qualifizierten, nicht bemakelten Kandidaten geben muss, dass von Gleichberechtigung der Nichtehelichen keine Rede sein kann. Letzter Punkt in einer vollständigen Exegese wäre der Ausblick auf das heutige Recht. Das ist nicht immer sinnvoll, nicht immer lässt sich da ohne weiteres was zu sagen. Ich werde das auch in der Klausur nicht immer verlangen. Das wird dann aus der Aufgabe hervorgehen, ob das verlangt ist. Zum Schema der Exegese gehört es. Und hier bietet sich's an, ein paar Worte zu sagen, denn kommunale Selbstverwaltung war nicht nur ein Pfeiler der römischen Herrschaft, sondern ist auch heute ein wichtiger Pfeiler unseres demokratischen Staates und ist deswegen mit Verfassungsrang garantiert in Artikel 28 Absatz 2 Grundgesetz. Heute ist es prinzipiell so, dass alle Gemeindebürger zum Gemeinderat wählbar sind. Das heißt, alle Deutschen, unter Umständen auch EU-Bürger, die im Gemeindegebiet ansässig sind. Es wird auch heute noch angenommen, dass das ein Amt ist, das einen gewissen Ehrenstatus voraussetzt. Man muss unbescholten sein. Nichteheliche Geburt führt aber nicht dazu, dass man nicht bescholten ist, aber beispielsweise eine strafrechtliche Verurteilung kann dazu führen, dass man aus dem Gemeinderat ausgeschlossen ist. Nichteheliche Geburt ist aus heutiger Sicht kein solcher Makel. Auch das ist im Grundgesetz ausdrücklich festgehalten. Denn Artikel 6 Absatz 5 sagt extra, dass den Unehelichen, wie es dort noch heißt, die gleichen Lebensbedingungen wie den Ehelichen garantiert werden sollen, dass also gerade keine Diskriminierung stattfinden soll. Zugleich zeigt dieser Artikel 6 Absatz 5, dass noch zur Zeit der Entstehung des Grundgesetzes diese Gleichberechtigung keineswegs selbstverständlich war. Und tatsächlich gab es noch bis vor kurzem verschiedene Ungleichbehandlungen von Ehelichen und Nichtehelichen im deutschen Recht. Das ist also keineswegs Ausdruck von ganz archaischen Vorstellungen, sondern bis vor kurzem war das auch in Deutschland noch geltendes Recht. Man könnte im Rahmen dieses Ausblicks aufs heutige Recht auch noch überlegen, ob es eine solche Möglichkeit zur Rechtsanfrage bei der Zentrale heute noch gäbe. Das lässt sich so nicht sagen. Das wäre schon deswegen nicht möglich, weil Deutschland ja heute ein Bundesstaat ist. Also ganz anders als die römischen Provinzstatthalter, die direkt vom Kaiser kontrolliert wurden, sind heute die Regierungen der Länder ja selbst demokratisch legitimiert. Die Länder haben da eigene Staatlichkeit und es gibt keine Möglichkeit des Bundes in Angelegenheit der Länder direkt hineinzuregieren. Schon deswegen kann es keinen direkten Vergleich mit diesem Reskriptwesen geben. So viel also zu einer schulmäßigen Exegese. Da wären diese Punkte anzusprechen.
Zum Schluss sollen noch die Leitfragen, die ich auf Sutapi angegeben hatte, kurz beantwortet werden. Da waren verschiedene Behauptungen vorgestellt, die Sie jeweils als richtig oder falsch bewerten sollten. Die erste ist nach allem, was ich gesagt habe, richtig. Im Römischen Reich existierte tatsächlich kommunale Selbstverwaltung. Wir haben gesehen, das war ein ganz wichtiger Baustein der römischen Staatsverfassung. Zweite Aussage, die Bescheide, Reskripte der kaiserlichen Kanzlei waren in der Prinzipatszeit unverbindliche Rechtsauskünfte. Das geht aus unserem Text nicht hervor und ist auch nicht plausibel. Das widerspricht dem zentralen Einfluss des Kaisers. Natürlich geschah regelmäßig das, was der Kaiser gesagt hat, und er konnte seinen Apparat auch dazu anhalten, seine Auskünfte zu befolgen. Wir sehen in unserem Fall darüber hinaus, dass Ulpian diesen älteren Bescheid als Präzedenzfall zitiert, wie eben im Allgemeinen zu verfahren ist. Das heißt, es wurde diesen kaiserlichen Entscheidungen auch über den Einzelfall hinaus Bedeutung beigemessen. Die nächste Aussage, Personen, die aus einer nichtehelichen Verbindung stammten, wurden im Römischen Reich nicht diskriminiert. Dazu habe ich eigentlich schon was gesagt. Der Bescheid der kaiserlichen Kanzlei in unserem Fall mildert die Diskriminierung. Er sagt, ja, unter Umständen können sogar Nichteheliche in den Gemeinderat. Aber er setzt diese Diskriminierung gleichzeitig voraus. Es werden ja nach wie vor Nichteheliche diskriminiert. Sie kommen nur dann in den Gemeinderat, wenn kein anderer Kandidat da ist. Im Allgemeinen sind sie nicht erwünscht. Diskriminierung gibt es also offensichtlich auch weiterhin. Sie ist nur etwas milder geworden. Die Aussage, es wurde nicht diskriminiert, ist falsch. Und die letzte Aussage ist die schwierigste. Da gibt es auch gar kein ganz eindeutiges richtig und falsch. Sicher ist, ursprünglich gehörte die Befugnis, direkt Gesetze zu erlassen, nicht zu den Befugnissen des Princeps. Die gehört nicht zu dem, was Augustus durfte. Augustus hat vielfach Volksgesetze noch beantragt und durchgesetzt. Und auch für die späteren Augusti gibt, sie haben Einfluss auf die Rechtsetzung. Sie können, solange es sie noch gibt, in der Volksversammlung Gesetze durchpeitschen und später in dem Senat, den sie ja nach Belieben beherrschen, weil sie auch die Mitglieder ernennen. Wenn sie das aber nicht tun, dann hat nicht etwa unmittelbar jedes Wort, das sie äußern, Gesetzeskraft. Die Vorstellung, dass der Kaiser schlicht, indem er ein Gesetz bekannt macht, als Gesetzgeber tätig werden kann, hat sich erst nach und nach herausgebildet. In der Prinzipatszeit war das noch nicht so klar. Zunächst wurden ihm noch Volksgesetze erlassen, später dann wurden Gesetze durch den Senat erlassen auf Antrag des Kaisers, und ich hatte schon berichtet, aus dem Senatus Consultum, dem Senatsbeschluss, ist später die Oratio Principis geworden, das heißt das, was der Kaiser im Senat verkündet hat. So allgemein ist die Aussage, die Kaiser der Prinzipatszeit konnten Gesetze erlassen, also falsch. Wir sehen ja auch nicht, dass diese Regelung des Marc Aurel und seines Bruders hier als Gesetz beachtet wird. Sie wird nur als Präzedenzfall benutzt, der eben große Autorität hat, der für die Zukunft beachtet wird, aber nicht als eigentliches Gesetz. Das sollte zur Auflösung dieser Aufgabe genügen. Vielen Dank an alle, die sie bearbeitet haben. Es gibt auch zur Einheit von heute wieder eine Wiederholungsaufgabe. Auch da steht wieder ein Text zur Verfügung, der exegetisch behandelt werden soll. Der ist diesmal ausgesprochen schwierig. Ich erwarte auch nicht, dass Sie mit dem ohne weiteres zurechtkommen. Es wird auch dazu noch Leitfragen auf StudIP geben. Den Text können Sie sich aber schon mal angucken. Das sei allen sehr ans Herz gelegt. Vielen Dank.